Nachdem wir im letzten Jahr unser Jubiläum kräftig geübt haben, kann ja in diesem Jahr, wo der tatsächliche 25-jährige Schoni gemacht ist, nichts mehr passieren. Ja. Wir vom Schaustellerverein haben einen tollen Mix an Karussells und Attraktionen für euch bereitgestellt. Wir hoffen auf gutes Wetter, gute Laune eurerseits. Und nun darf ich unsere Ehrengäste begrüßen, insbesondere unseren Bürgermeister, Oberbürgermeister Herr Thomas Hunsleger-Petermann. Und darf Ihnen das Mikrofon überreichen, Sir. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allen Dingen liebe Kinder, ich sage das, was ich die letzten 15 Male auch schon gesagt habe, es braucht keine Angst haben, dass es eine lange Ansprache wird, weil ich ja genau weiß, dass um 4 Uhr die 30 Minuten Freifahrt anfängt. Und mit nichts kann man sich unbeliebter machen, als die Zeit in irgendeiner Form einzuschränken. Aber wir haben vorher noch einen ganz kleinen Gag sozusagen als offizielle Eröffnung. Ich zähle jetzt gleich runter und dann lassen wir anlässlich des 25. Stuhlinkenmarktes hier jetzt sozusagen gleich 500 Luftballons frei, wenn es denn so richtig klappt. Wer einen einfangen kann, ist gut. Ansonsten gehen die alle in den Himmel, in die benachbarten kleineren Städte wie Dortmund und Münster. So, dann fangen wir mal an zu zählen. Und das ist dann auch sozusagen der offizielle Startschuss. Wenn Sie mitzählen, vor allen Dingen die Kids, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Und einer hat schon einen Luftballon gefangen, da steht dann drauf 25. Mal Stuhlinken. So, sobald wir die letzten Luftballons raus haben, ist das auch der Startschuss an alle Schausteller für die freien 30 Minuten. Und hier vorne wird dann gleich noch ein Freibier ausgegeben. Weil ich mir meinen Anzug in diesem Jahr nicht wieder versauen wollte, habe ich das lieber an Fachleute abgegeben. So, und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, der muss gefudelt haben. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja.